Bis zum letzten FIFA 23. Wir machen weiter mit dem Topspiel im Metropolitano in Madrid. Wir wollen natürlich heute den Titel klar machen. Mit einem Sieg bei Atletico, dann hätten wir Voraussetzung, wenn Real tatsächlich nicht gewinnt seine Partie oder nicht verliert im Idealfall, dann hätten wir tatsächlich den Titel unter Dach und Fach. Ja, gehen wir davon aus, dass es heute nicht klappt. Weil ich vermute, wird enge werden mit dem Sieg vielleicht oder halt auch das Duell oder auch Real. Aber wie gesagt, ich denke mal, in der nächsten Partie wird es klar sein. So, jetzt erstmal Atletico, da mit der kleinen Vorentscheidung und danach geht's gegen Espanyol. Naja, gegen Villarreal im Pokal. Ich glaube, ich muss ein bisschen. Ich muss leider ein bisschen wechseln. Sind viele Teile sich ein bisschen angeschlagen jetzt. Ich habe, glaube ich, kaum noch Spieler, die irgendwie. Ach, der könnte theoretisch der Position spielen. Durch Zeit auf die Position raus, ja. Durch den Zeit auf die rechte Seite, weil damit ich da eine Möglichkeit habe, ja. Deswegen wird da ein bisschen was auf der Position, wird da ein bisschen was verändert. Ja, auf geht's. Am Ende dieses Spiels, heute könnten Sie Meister sein. Könnten. Wir brauchen Sieg und Atletico darf nicht verlieren. In wenigen Minuten geht's los mit Atletico Madrid gegen Athletic Bilbao. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und es ist das Spiel, in dem die Gäste Meister werden können. Atletico Madrid gegen Athletic Bilbao. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph, deswegen der Gewinn der Meisterschaft. Ja. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg gehen. Jeder weiß, worum es geht. Und es ist natürlich top-motiviert. Von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Marcos Llorente steht mit Jeffrey Konogbia im Mittelfeld. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Das war der DP. Das ist schon Qualität, was da steht. Aber wir wollen natürlich dem nicht entgegensprechen. Mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten. Zeit für Oyarzabal heute. Der einzige Wechsel, also was heißt einzige Wechsel? Aus Fitnessgründen spielt Oyarzabal jetzt mal auf der Bank. René Gorus hinter für Modiris. Das ist Qualitätsgründe. Weil ich dem jungen Spieler noch nicht zutraue, den Tor in diesem Topspiel einfach zu machen. Ich will dieses Ding nach Hause fahren. Ich will diese 15 Punkte Vorsprung von Atletico haben. Und vielleicht, wie gesagt. Aber Anerkennung ob des Erfolgs haben sie verdient. So. Na dann, auf ins Match. Atletico mit dem Anstoß. Partie kann losgehen. Hinspiel endete übrigens 8-7 für uns. Paul mit dem Ball. Griezmann. Sehr guter Einsatz. Das ist ein vielversprechender. Kein Abseits übrigens. Wurde ja hin. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Ach, schade. Er holt den Ball. Heute könnten sie ans Ziel kommen, der Titel ist möglich. Aber dazu müssen ja auch die anderen Mannschaften mitspielen. Sie sollten sich erstmal auf ihr Spiel konzentrieren. Ganz das ist es halt. Erstmal auf unsere Aufgabe konzentrieren. Dann können wir erst zu Real schauen. Griezmann. Chance zur Führung. Der ist überhastet. Sabel.
Er bringt den Schöner Ball. Ball. Könnte gefährlich werden. Er könnte das Führungstor machen. Und das ist die erste gute Chance für uns. Es sah nach dem sicheren Tor aus, aber dann durch Williams. Deutlich. Athletic Bilbao hofft, dass es heute ähnlich gut läuft wie beim Heimsieg, als es gegen Espanyol Barcelona ging. Da konnten sie überzeugen. Ah, spielt den doch darüber nochmal. Achtung, Floske, neuer Tag, neues Spiel. Dieser Gegner dürfte ihnen wieder mehr verlangen. Glück gehabt. Bisschen verhindert, aber da, der Ball bleibt leider liegen. Starke Pässe jetzt von Atletico. Wieder Atletico, die bleiben dran an der Situation. Griezmann. Da muss er hin und holt sich den Ball. Jawohl. Abseits. Das war ganz klares Abseits. Abseits angezeigt. Also wenn er den laufen lässt, willst du nur. Muniain. Muniain. Jetzt kommt die Flanke rein. Ja, das ist so einfach. Ah, das ist alles so einfach. Das ist alles so einfach. Das könnte was werden. Williams. Williams, und wieder ist es Oblak. Also man macht ja den Druck. Man macht ja den Druck. Man hat ja die Situation. Man überhastet sie einfach nur. Na, wieder Oblak. 34. Teufelskerl. Der muss doch irgendwann mal rein, dieser Ball. Bei dem Eckball ist er da. Wie gesagt, im Hinspiel hat er 8 Stück gefressen. Tja, beide gehen hier nicht so richtig aus sich raus. Da wird viel abgewartet, viel taktiert. Für die Zuschauer. Immanuel. So lass ihn laufen. Lass ihn ja selber laufen. Die Taktikfreunde. Die wird's freuen. Also für das ist so einfach. Zuschauer ist das bisher nicht so. Dorti. Es tut sich gerade was im RCD-Stadion. Mein Tor ist gefallen. Infos dazu jetzt aus dem Schuss. Ja, wir haben hier das erste Tor. Memphis. Übrigens kein Abseits. Sagt der Schiedsrichter zumindest nicht. Der Ball geht jetzt die Möglichkeit. Übrigens 1-0 Real. Die natürlich jetzt ein bisschen freuen, weil hier das Unentschieden steht. Gut, für ganz oben reicht das nicht, aber zumindest von Bayern Atletico damit. Vencedor. Vencedor und Williams, Williams, Williams. Jetzt ist er drin. 45. 0:1. Yes. Glückwunsch zu einer fantastischen Leistung, aber der ist einfach unstoppable im Moment. Das ist schon überragend, wie er da kann sich gegen Dorti durchsetzen und dann ist er drin, der Ball. Dann kommt am Ende eben das Tor rum. Yes, yes, yes. 15 Punkte auf Atletico. Aber wie gesagt, wir sind 13 vor Real. Deswegen. Und damit wäre aktuell Stand jetzt noch kein Titel unter Dach und Fach. Es ist eine mega Vorentscheidung, ja. Aber es ist kein Titel bisher. Pause. Das war's für die ersten 45 Minuten in diesem Spiel zu führen, aber das ist es dann auch schon an positiven Nachrichten. Ja. Denn der Titelgewinn, der ist heute eher nicht drin. Zumindest im Moment nicht. Es sieht so aus, als würde die Entscheidung vertagt. Ja, ich spiele das nächste Woche. Und also nächstes Spiel. Weil Real in Barcelona mit 1:0 führt. Gewinnt Barcelona gegen Real, ist das Ding heute da unter Dach und Fach. Oder beziehungsweise, ja doch. Eigentlich muss alles auf Espanyol tippen. Man muss die Daumen für Espanyol drücken. Man muss selber natürlich seine Hausaufgabe machen, ja, natürlich. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Aber dann natürlich auf jeden Fall doch nach Barcelona die Daumen drücken. Boja. Flanke kommt. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht noch einen Freistoß gibt. Nein, gibt er nicht. Der gibt eine Ecke. Ecke kommt rein. Aber das ist doch fast egal. Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen. Es wäre natürlich das 0:2, das wäre so gerne gewesen. Ball geht an die Außengestänge, also an die Torwartshalterung hinten. Regelon.
Könnte was werden. Guter Pass. Deutti. Llorente. Er steht richtig. Oh, das ist zu einfach. Das ist viel zu einfach jetzt. Ball geht durch auf Guruseta, der jetzt mal durchgehen kann. Guruseta. Guruseta. 2-0 Williams. Leeres Tor. So einfach dürfen sie ihn natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. 56. Minute. Ja. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da ist das natürlich leicht. Niemand da, alles offen. Das ist kein Problem. So, man macht Stand jetzt weiterhin seine Hausaufgaben. Man führt mit 2-0 bei Atletico. Man hat, wie gesagt, aber natürlich muss Real ihr Spiel verlieren. Und dann hat plötzlich mal die Riesenchance Basel für Atletico. Tor, Griezmann. 60. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann ist das war eigentlich alles zu sicher, das Ding. Das war eigentlich so ein sicheres, eine sichere Chance. Atletico kommt wieder ran und schauen wir mal, das muss noch nicht das Ende sein. Das ist es halt einfach. Ein Pass mit viel Auge. Boja. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Man führt jetzt eben noch nur noch mit einem Tor. Kein Abseits, Griezmann. Sprungparade Unai Simon. Jetzt gibt's eine Umstellung. Diego Simeone möchte wechseln. Natürlich wechselt er jetzt. Llorente verlässt den Platz und Thomas Lemar kommt rein. Ein vielseitiger Mann mit einer herausragenden Technik. Sanchez. Ja, es ist mal ein bisschen weit raus, aber ein Reguilón, aber der geht ja mehr oder weniger komplett weg von der Situation. Und der Gegner heißt, oh, warte, was für eine Chance. Aber er hat die Riesenchance. Also, wie gesagt, diese Querpässe sind nicht ganz ohne. Hoffen noch auf den späten Ausgleich. Die Chance auf den Konter. Gute Aktion. Da, Kondogbia. Ja. Ball, der Mittelfeldspieler. Memphis Depay. Leichter Ball für Unai Simon. 75. Also Viertelstunde haben wir noch. Sanchez! Jetzt ist der Platz da. Da war die Platz da. Oblak ist zu schnell, hat aufgepasst. Wechsel bei Atletico. Ecke kommt in den 16er. Oh, misslungene Befreiung hier. Da muss er aufpassen. Es tut sich gerade was im RCD Stadium. Mein Tor ist so, Espanyol übrigens mit einem Tor oder beziehungsweise mit einer Meldung. So. Ballinfos dazu. Schon 2-0 für Real. Wir haben den dritten Treffer. Für Real Madrid. Okay, der sogar Dritter. Heißt Federico Valverde. Und das ist schon sein zweiter Treffer. Da hat er ein wenig Glück. 3-0 Real übrigens, aber ja, damit ist okay, damit ist klar, dass egal wie das Ding hier ausgeht, heute nicht, dass wir noch nicht Meister sind. Gespielt 78 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Super dieses Zuspiel. Dankeschön, den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz. Klar wäre natürlich ein Sieg eine übelste Vorentscheidung, aber. Das ist ja kein Problem. 6 Minuten haben wir hier noch. Ball ist weg. Super Pass. Oh ja, so. Ball. Riesenchance. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Sie können kontern. Griezmann. Atletico will unbedingt diesen späten Ausgleich. Sie versuchen es nochmal. Ja, ja, ich glaube, das können der Karte nach sich ziehen. Das gibt Gelb und gibt es Elfmeter oder gibt es Freistoß? Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, es gibt noch gerade so den Freistoß.
Da ist die Chance. So richtig gefährlich war das. Yes! Das war ganz, ganz wichtig, dieses. Das war der Weg zur Vorentscheidung. Noch hat das nicht geklappt. Na, aber ich glaube, es gibt keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Das war ja nicht die letzte Chance. Nach wie vor sind alle Chancen da, es zu schaffen. Ich bin sicher, sie werden auch am kommenden Spieltag wieder alles geben, alles versuchen. Und es wäre verdient, wenn sie es packen. Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. So, Fakt ist, er hatte den Vorrekord, aber das ist, wie gesagt, herzlich egal. Am Ende ist es wurscht. Es ist ein verdienter Auswärtssieg, muss es so sehen. Wir haben eigentlich ein paar Dinger gut rausgehauen. Am Ende ist es egal, weil Atletico, weil Real tatsächlich bei Espanyol 3-0 gewinnt. Und jetzt ist es halt, jetzt nochmal das Copa-Finale gegen in der AfC Villarreal. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es gleich weitergeht. Moment. Rotationswichtig. Ist okay. So, ja, das große Finale. Sehen wir uns in der nächsten Episode gegen Villarreal. Bis dahin. Tschüss.